stations, all stations. This is outbreak, outbreak, break. Tango, two, Mike, four, Whiskey, Delta, standby. Tango, two, Mike, four, Whiskey, Delta, standby. Tango, two, Mike, four, Whiskey, Delta, standby. Message follows. Tango, two, Mike, four, Whiskey. Also, ich fahre jetzt Richtung, Gott, wie heißt das Kaff da? ich habe jetzt voll der Hänger, gell? Fürstengrund, jetzt habe ich es, Fürstengrund. Gott, ey. Sorry, Leute. Das soll nicht respektlos wirken, sowas. Aber ich habe manchmal so eine Hänger drin, ne? Im Kopf. Fuck, das ist. Ist das noch Radweg da? Ja. Ich glaube schon. Ja, ja. Okay, da vorne geht's rechts. Wenn man da rechts fahren würde jetzt, wird man in so ein Wohngebiet reinkommen. Da kommt man auch zur Schule. Irgendwann. Aber da will ich jetzt aber nicht hochfahren. Ich weiß nicht, ob das hier weitergeht. Na, hier muss ich rein. Über die Brücke da. Yeses. Ich bin erst einmal gefahren. Oh, hier ist eine schöne Sitzbank und Tisch. Das finde ich cool. Sowas lobe ich mir. Das ist eine feine Sache. Geht hier also kontinuierlich den Berg hoch. Boah, ich muss mal gucken, dann, wie ich das mit der Moderation mache. Also jetzt hier geht es noch. Aber da später, das wird dann schon... Ich glaube nicht, dass ich dann großartig hier rumquatschen kann. Vielleicht mache ich dann eine Moderation aus dem Off. Also quasi nachträglich so baue ich mit ein hier. Schauen wir mal. Wie ich es mache. Oh, da oben ist wieder ein bisschen mehr blau. Ist das schön. Es ist hier jetzt noch nicht steil natürlich, aber ich merke es halt schon. Klar. Rucksack ist sauschwer, Fahrer ist sauschwer, Rad ist sauschwer. There you go. Mehr muss man gar nicht wissen. Ne? Na gut, und leicht zeitlichen Gegenwind haben wir auch noch. Partiell, jetzt gerade nicht. Aber immer mal wieder so zwischendrin. Gott, wie die hier durchpesen müssen. Gell? Da haben sie Warnschilder für Fahrräder, Warnschilder für Kühe. Das interessiert die alle gar nicht. Die knallen da einfach durch. Ey. Scheiß, der Hund drauf.
ist ja irre, ey. Das tut halt einfach zu selten weh. Und das ist wie bei kleinen Kindern, ne? Wenn man die keine Scheiße bauen, wenn man sie nicht ab und zu mal auf die Finger kloppt oder so, oder wenn sie mal einen Stromschlag kriegen irgendwie, weil sie in die Steckdose packen, dann machen die weiter. Denken die sich nichts dabei. Und so ist bei denen hier genauso. Wie kleine Kinder, nur gefährlicher. Weil sie halt definitiv mit einer Mattwaffe rumfahren. Da der auch da. Hammer hat 80 Sache, da vorne steht 30 Kilometer. Freiwillig 30 Kilometer wegen spielenden Kindern. Und die blasen hier durch. Ey. Übel ist das, übel. Ich glaube, ich kann nicht wieder hier hin. Ja. Fußgänger gibt es ja sowieso okay, aber die haben ja alle Autos. Okay. Ja, kurze Pause. Oh, was eine Rampe. Scheiße. Nee, nee, nee. Sorry. Sorry, oh, das geht nicht.
Das geht nicht. Nicht für so einen schweren Typen. So. Fein, fein. Oh. Aber ich habe ja eigentlich mir geschworen, heute nicht so rumzumotzen. Also nicht euch, ich habe es mir geschworen. Aber ich dachte, der will mit dem Schulbus hier hochfahren. Das hätte mich jetzt gut, das hätte mich jetzt auch nicht weiter gewundert. Muss ich ehrlich sagen. Wir sind ja hier eigentlich ist gewohnt. Scheißdreck. Das, Leute, das Aufsitzen aus dem Stand in so einer steilen Rampe. Für jemanden mit meinem Gewicht, das ist eine Kunstform für sich. Deswegen habe ich das auch mit den Klicks gelassen, mit den Clipless-Shoes und so. Weil das ist zu brutal. Das schaffe ich nicht, da einzuklicken. Unmachbar. Na gut, könnte man jetzt sagen, was wohnt der an dem scheiß Odenwald? Tja, gute Frage. Indeed. Oh, nächste Rampending. Oh, scheiße. Oh fuck. Nee. Fuck. Nee. Ich muss Pause machen. Oh. Fuck. Nee. So, da sind wir wieder, ne? Ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht, klar, musste sein, das ist hier schon für mich äußerst schon zahnziehend. Jetzt geht's weiter da hoch erstmal. Sieht aus, als wenn da oben eine kleine Lichtung wäre und ich muss ein bisschen überlegen, wie der Streckenverlauf war. Ich habe mir das daheim auf Google Maps angeguckt. Ich habe ja leider kein Fahrrad-Navi oder so, das kann ich mir derzeit nicht leisten. Deswegen muss ich noch mit Karte rummachen. Ich hätte ja auch die Faltkarte. Ich habe eine ziemlich gute Faltkarte. Aber das nervt, wenn du da unterwegs bist, schwitzt wie ein Verrückter und bist abgekämpft von den Steigungen fahren und dann noch mit so einer Faltkarte rumzueiern. Das ist, also jedes Mal anhalten, ne? Wenn du da wissen willst, wo du hin willst, dann musst du anhalten. Das ist einfach nur grausig. Also versuche ich das hier nach Instinkt zu machen. Naja, das ist halt my chaotic way of life. Gut, geht's weiter. So. Ich glaube, hier ist ein bisschen besser zu fahren auf der Seite. So. Und steigen. Schön weit vorne mit dem Arsch auf dem Sattel.
Ja, da ist eine Lichtung. So. Puh. Ich will hier mal nur mal gucken. Ich glaube, ich muss da unten eh rechts. Aber ich wollte trotzdem mal gucken. Hochbehälter Fürstengrund 1969. Steht da drauf. Okay. Cool. Schön gemacht. Boah. Okay. Ich will nur mal hier auf die kleine Kuppel hier fahren. Und Aussicht checken. Puh. 5,5 km/h im kleinsten Gang. Puh. Ich muss das machen, damit ich meine Kräfte sparen kann. Ich kann ja nicht hochbolzen. Dann bin ich tot. Dieser Papagei ist tot. So, on the top. Gut. Da vorne sehe ich ein Richtungsschild, das ist cool. Moment, ich steige mal ab und schwenke mal ein bisschen rum. Rip. Was ihr da jetzt gerade ausseht, seht ihr diese Hochhäuser? Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Mit der Actioncam. Und da hinten ist der Weihnachtsberg, wo ich neulich da diese Frustfahrt gemacht habe, wo ich nicht gut drauf war. Da hoch ging es da letztes Mal. Auf diesem Kamm da oben, wo das Häuschen steht. Aber ich glaube, das sieht man hier auf der Kamm, auf der kleinen, ach Quatsch, auf der kleinen. Also auf diesem Weitwinkel Fischaugen. Die sind nichts für die Entfernung, ja. So, da vorne das weiße Gebäude, was da auf dem Hügel da steht, das ist übrigens hier in Bad König die Schule. Die müsste man jetzt auf der Kamera noch sehen können. Schulgebäude. Ja, jetzt fragt mich mal, warum zur Hölle bauen die Schulen und Krankenhäuser immer auf irgendwelche Hügel hoch? Haben die Angst, dass da irgendwie Zombie-Seuchen ausbricht oder was? Also da müssen die Schüler quasi schon in jungen Jahren... Gut, die meisten werden wahrscheinlich mit dem Auto nur gefahren. Hier in der Gegend da, könnte ich mir vorstellen. Aber ich wette, dass auch sehr viele Schüler hier also zu Fuß hochlatschen müssen. Warum macht man sowas? Ne? Warum baut man sowas da auf so einem Hügel auf? Das geht wirklich steil da hoch. Krankenhäuser, Erbach, Großumstadt. Also wenn du da krank bist und hast kein Auto, dann viel Spaß. Ne? Dann brauchst du wirklich ein Krankenhaus, wenn du Oberau gekommen bist. Also so gesehen stimmt die Logik ja wieder. Ja, ja. Gut. Schöne Anhöhe hier. Toller Ausblick. Jo. Aber wir wollen ja da unten, bevor es hier hochgekommen, also bevor es hier diese kleine Anstieg da zu dem Wasserhäuschen gegangen ist, wollte ich eigentlich rechts fahren. Also jetzt fahre ich quasi von uns aus gesehen links, ne? Logischerweise. Moment, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen schief hängt. Kann nicht sein. Zumindest sieht es hier so nach oben so aus. Oder bin ich das? Ja. Ja, das ist jetzt wieder zu schief. Ne, ich glaube, so ist es okay. Ja, einigermaßen. Ah ja, ist ja wascht. Das sind nur. Ich glaube, das fällt gar nicht auf, oder? Okay.
Gut, ein bisschen geatmet, jetzt geht's. Ach genau, das ist diese Schneise, die sieht man auf, die sieht man auf Google Earth, kann man diese Waldschneise hier sehr gut erkennen. Als hellbräunliche Schneise. Oh ja, das sieht interessant aus, aber oh, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Zahnzieher, glaube ich. Das sieht steil aus. Aber gut zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg und diese Schneise erkennt man sofort. Boah, jetzt geht's hier schon gleich. Uiuiui. Gleich geht's hier in die Steigung rein. Wow. So, ich halte mal ein bisschen den Sappel jetzt. Ich muss atmen. Ach, das ist doch einfach. Das ist gar nicht so steil. Das sah steiler aus. Okay. Aber das wird bestimmt gleich wieder. El Brutalo. Ich sehe es schon. So, jetzt wird es bestimmt dunkel auf dem Bild. Die Kamera kann im Dunkeln nicht gut auflösen. Oh Gott. Na gut. Jetzt gilt's. No reservations. No excuses. No pain. No gain. So. Jetzt sind wir in der Schneise drin. Puh. Alter. Oh ja. Boah. Dieses Hinweisschild ist in etwa so sinnvoll wie Titten an einem Bullen. Ich zeige mal, wie der Weg jetzt aussieht, von dem wir hochgekommen sind. So, seht ihr? Das ist hier die Schneise. Jetzt sind wir von dem Hügel, sind wir wohl oben angekommen hier. Ah ja, da vorne sehe ich sie schon. Die Windräder. Sie weisen mir den Weg. Rupp. I can't afford no shoes. Hey, pretty mama. Billy the mountain. Ja, hier ist schon wieder ein bisschen steiler. Aber wir befinden uns hier immerhin auf 450 Meter über Meeressee. Ich glaube, so 450 Meter sind es. Da hoch. Wir checken das aus. Alright.
weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht, aber da, wo ich hin will, das Areal ist so groß, das kann man nicht verfehlen. Aber so ungefähr die Richtung muss man trotzdem haben. Also wir sind jetzt hier irgendwie so zwischen 420 und 440 Meter über NN, würde ich jetzt schätzen. Ich habe leider keinen Fahrradcomputer, der irgendwie der Höhe über NN anzeigt oder so. Also ist, wie gesagt, wenn ihr hier mal mit Garmin oder mit sowas gefahren seid, dann schreibt halt mal unten rein, wie hoch wir hier sind. Aber ich glaube, da mein Zielort hat ungefähr 455 Meter, meine ich, auf der Karte gesehen zu haben. Über normal Null oder so. Ah ja, okay, dahin ist wieder, da ist eine schöne, da vorne rennt ein Hase, Feldhase oder was. Okidoki, anhalten. Da können wir auch hier mal ein bisschen Pause. Jetzt sagen wir mal hier mal ein bisschen Pause. Das ist so ein schönes Eck. Okay, Leute, hier sind wir. Darf ich vorstellen, ehemaliges Waffenlager, Heinhaus der US-amerikanischen Streitkräfte. We'll be right back.
Bye.